welches Desaster-Album ist es nochmal? An The Tyrants of the Netherworld. Ja, genau. So ein bisschen. Ja, aber das war auch unser Ding, nur dass es nicht blau ist, sondern rosa bei uns. Aber es ist cool. Cool. Ja. Ist richtig geil. Das Schöne ist, also die, ja, genau, hol die LP ist einseitig bespielt und ich habe jetzt eine der Sondereditionen mitgebracht, die auf der zweiten Seite einen Siebdruck hat. Das war, kam direkt auch der Labelboss und sagte, ja, ich mach die einseitig und auf andere Seite wird die dann bedruckt. Geil, dreh mal, nee, nicht so drehen, sondern also so im Uhrzeigersinn meine ich eher. Also. Also, das wäre jetzt wirklich Video wert gewesen. Ja, geil. Schöner Loriot-Moment. Aber das ist cool. Ja. Ich meine, das ist zwar, das Wichtigste ist natürlich immer noch die Musik, die drauf ist, aber wenn das irgendwie einigermaßen nett verpackt ist und dann so ein bisschen Liebe drin steckt, finde ich, ist das nicht ganz unwichtig. Ist ja irgendwie auch immer so mit so ein Grund, warum man sich auch Vinyl kauft, weil man natürlich auch irgendwie ein große Platte in der Hand hält mit einem schönen großen Artwork. Und wenn man die zweite Seite nicht bespielt hat und die dann so designt. Ja, also ich muss auch leider sagen, der Master war nicht für Vinyl gedacht, was man auch leider ein bisschen hört, aber meine Güte, ist halt immer noch Punk. Genau, da gibt es ja immer Unterschiede. Also wenn man ein Album produziert, wird das ja hinterher, gibt es ja eine Abmischung und dann gibt es einen Master, was dann für CD gedacht ist und eins für Vinyl tatsächlich, ne? Oder auch für Tape und ich kann mich an so einen Master einer Split einer Band, in der wir sind, erinnern, da klang auch etwas. Bisschen komisch, weil das Master. Ja. Jetzt, wo du das Cover nochmal in der Hand hattest, ne? Also habt ihr das von Shipwreck geklaut oder habt ihr euch das selber ausgedacht? Nee, aber ich sag mal, von der Ästhetik her ging es halt von Anfang an so in Richtung Shipwrecked und Templars und so. Ja, habe ich mir schon gedacht, ja. Also, kennst du Shipwreck auch? Einer der wenigen Menschen, die irgendwie diese Band kennt. Schön. Ja, finde ich sehr cool. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Also, wir haben jetzt gehört, wahrscheinlich im Juli kommt es raus. Das heißt, pünktlich zu dieser Podcast-Folge könnt ihr euch auch das Album von Tower Age kaufen. Oder zumindest anhören. Das Album gibt es zu der nächsten Folge gratis einfach dazu.